Die International Break ist vorbei mit der Begegnung KAC gegen Zagreb. Nimmt die Erste Bank Eishockey-Liga ihren Betrieb wieder auf. Das erste Duell in dieser Saison haben die Kroaten deutlich mit 5:1 für sich entschieden. Auswärts ist ihnen aber zumindest in der regulären Spielzeit noch kein Sieg gelungen. Beste Vorzeichen somit für die Klagenfurter in der heimischen Stadthalle, die auch die erste gute Möglichkeit durch Talbot vorfinden. Aber der kann die Vorlage von 100 Pfund freistehend nicht nützen. Keine Tore somit im ersten Abschnitt ab, in den zweiten, 25. Minute. Zagreb im Angriff, Olten zieht ab, die Scheibe kommt zurück und zwar zu Tyler Morley. Und der schießt die Gäste mit 1:0 in Führung. Die Scheibe streift noch die Torumrandung, kein Klagenfurter kann intervenieren und am Ende ist David Madlener geschlagen. Danach kann der KHC aus einem Powerplay kein Kapital schlagen, kurz nachdem die Strafe dann abgelaufen ist, lässt aber Zagrebs Goalie Poulin nach dem Schuss von Capstead einen Rebound zu und diesen verwertet Ganal zum Ausgleich in der 29. Minute. Und der KHC bleibt dran, 32. Minute, wieder kann Poulin die Scheibe nicht sichern, dieses Mal sagt Thomas Koch danke. Die Klagenfurter sind damit erstmals in diesem Spiel in Führung und diese nehmen sie mit ins Schlussdrittel. Da startet der KHC nach einer Strafe gegen Mitjeroba in Unterzahl, macht aber nichts, denn vom Bulli weg bricht Landmark durch und dann erzielt Thomas 100 Pfund das 3:1 für die Gastgeber. Die kroatische Defensive stellt sich da amateurhaft an, wieder lässt Poulin den Rebound zu, 100 Pfund am Ende der Profiteur. 3 Minuten später folgt der nächste Jubel in der Stadthalle. Strong zieht von der blauen Linie ab. Koch fälscht die Scheibe entscheidend ab. Das 4:1 für Klagenfurt. Diesmal ist Zagrebs Goalie Poulin von der Schuld befreit. Aus dieser Distanz kann er nicht mehr reagieren. Der KHC drückt in der Folge noch auf das 5. Tor, muss sich aber mit dem Torquartett begnügen. Gegen Zagreb lautet das Resultat am Ende 4:1.